Für alle auf Twitch, es geht jetzt gleich weiter mit der nächsten Folge. Wir machen denn jetzt nämlich weiter mit 0:15 live. Gucken wir uns den Kalender. Wir sind in der zweiten Woche Juni, Ende des Monats. Kommt er dann zu Money in the Bank. Interessant ist auch, dass es bisher nur bei ECW Rivalitäten gibt. Kommen wir jetzt zur Show für Montagabend. Wir fangen an mit 0:15 live. Oh, dieses Match werden wir simulieren. Roddy McStrong gegen Mike Civoli. Und es kommt Mike Civoli, siehst du mich, hast du doch gewonnen. Ayre Daivari gegen Kalisto, eine mögliche Rivalität. Dies simulieren wir auch. Oh, und die Rivalität könnte tatsächlich passieren. Daivari auf Platz 13 im Championship Ranking. Kalisto hat gewonnen und ist auf Platz 9. Mit einem positiven Status-Effekt. Danach Olaf von Anhalt gegen die Crazy Horst. Es gewinnt Crazy Horst, El Fusico, Glorious Boss gegen Hideo Itami. Es gewinnt El Fusico. So, dann haben wir ein Match, den Rob Hogan gegen Viper Banks. Simulieren wir auch. Es gewinnt Viper Banks, was ist denn da los? Die Siegesserie von Rob Hogan ist gebrochen durch niemand geringeren als Viper Banks. Kaum zu glauben, Mama. Glückwunsch, Viper. Ja, dieses Match schauen wir uns dann an. Allerdings ohne Einzug, weil das dauert bei Finn Balor Demon zu lang. Finn Balor Demon gegen John Way. Schwung schnell, Einzug aus. Ab geht's. Two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. Drop down. Big time slam. Vicious. Beautiful technique. And here's the lockup. Look at these two jockeying for position. Ooh, what an uppercut. Und er ist wieder so von Finn Balor Demon, aber er geht viel zu erwarten schief. Mal schauen, wer dieses Match wird. Und er ist wieder so vom Beetle und er geht natürlich auch schief. Und dann schnell mal von John Race. Aber der Demon lässt es nicht auf sich sitzen. At this point, it's all about how he responds and potentially rebounds. This match is so evenly contested right now that it's almost impossible to pick a winner. I guess we'll just have to settle in and enjoy the action. That almost came out of nowhere. All the way up. Oh, no. Good. There it is. That is a game changer. Now that's what I call making a stick. Und Finn Balor Demon toppt noch einmal raus. Balor shooting out of that pinfall like a bullet. Nasty impact. Neckbreaker. What a stomp. Good grief. Finn Balor is simply not looking good at all here. I wouldn't be surprised if he just passes out right here. Face buster. Man, that was. Und John Race ist schwer auf dem Vormarsch. I can't believe he had the energy to kick
ob der noch gewinnen kann. Und wenn sie das die Stelle raus. Obwohl, der kommt her. Aber der Reversal von den Superharten gleicht sich in den Beetle. Controls the pace of a match quite like this guy. Und da kommt der Finisher von John Race und der Switching Music. Und der Pinversuch von John Race und der Damon Baylor kommt noch einmal raus. Und der Devon kommt wieder einmal raus. And that was a hard shot, Corey. Yeah, you might want to think about throwing in the towel at this point. Uh-oh, got him in the sleeper. Is he gonna pass out? Oh, er setzt dem Bälle ganz schön zu, den Dämmen. Oh, man, what a leg drop! I wouldn't have been surprised if that was it. Wow. Even now, Finn Balor refuses to give an inch, fighting through and battling on. And there's the reversal from Finn Balor. Knocked off his feet. Now that's a takedown. Oof. And now Finn Balor heads up. Und da kommt der Coup de Grâce, oder? Genau. Coup de Grâce. Aber John Race kommt noch einmal raus. Unglaublich, dieses Match. Und der Neckbreaker, Headbuster, was auch immer. Und der nächste Pinland für Benny Demon. Aber auch er kommt noch mal raus. Und er konnte vom Demon. Und er ist schon der Neckbreaker. Kommt der nächste Versuch? Nein, er kommt nicht. Dafür der konnte er vom Demon Baylor. At this point, it looks like even the winner of this match will walk out of here beaten back. Oh boy, he is rolling. Oh, nasty impact. Great job escaping, trying to turn this thing around. This is what makes him one of the best. He's looking banged up here, guys. Looks like things are about to get even worse. Ja, Klappe Viper. Erst habe ich dich dominiert und dann leider doch verloren. The intensity of this match has been incredible. Now back to the ring. Look out, look out. This could be it. Und das wird der Finisher sein. Was ist das denn jetzt? Was ist das Ende vom Team Baylor? Nein, auch er kommt noch einmal raus. Und der Comeback-Move von John Race. He's a one-man wrecking crew. He's making a statement here with this attack. War das ein Reversal? Nein, ich glaube nicht. Oh, did you see that? Yeah. That was unreal.
That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. Here he goes. Und dann auf Ramm Move. He releases it. And you can debate whether or not. Nein, das ist kein auf Ramm Move. Interesting decision there. It might be cliche, but it's true here. Aber der konnte vom Finn Balor nehmen. And Finn Balor slips out of harm's way. Extraordinary elusivity. Money dodges out of the way. Und der nächste Pin-Versuch am Devon. Und er kommt wieder raus. Tja, Cult of Women's Wrestling ist meistens so. Ist halt die KI. Und es scheint, es kommt der nächste Krude raus. Aber er redet daneben, denn John Race schwingt wieder auf. Und dann haben wir ihn, holt ihn wieder rein in den Ring. Finn Balor stalking him. Finn Balor is in position. 1916. 1916. This is Finn Balor. The cover. Und der Pin-Versuch. Und das war's. Kaum zu glauben. Kriegt er so viel aus dem Maul, der Devon so oft versucht worden zu finden. Und gewinnt trotzdem dieses Match. Hätte Glückwunsch an Finn Balor, Devon. Ein Viper hatte heute, hatte hier schon ein Match. Das nächste Match, der Hauptkampf für heute. Kyle O'Reilly gegen True Gulasch. Und es gewinnt True Gulasch. Ja, Viper, hier. Dein heutiges Match. Du hast gegen Rob Hogan gewonnen. Wir gucken mal rein in die News. Ah, hier gibt's News, interessant. Die Rivalität zwischen Kalisto und. Ja, und wem denn? Interessant. Ist außer Kontrolle, die beiden Superstars für einen kleinen Ruhe geben, dass ihre Rivalität geregelt haben. Mal schauen, was mal in der Rivalität drin steht. Lol, Kalisto hat eine andere Rivalität mit niemandem. Interessant. Wir starten jetzt einfach mal gucken, was passiert. Zur Not kann ich wieder löschen. Psycho City habe ich gerade eingestellt. Lol. Ja, nee, die löschen wir wieder. Ja, ja, da stand irgendwie Psycho City oder irgend sowas in Richtung. Also schon seltsam. So, wir gucken uns das Power-Ranking, das Ranking an. Rein, Rob Hogan, immer noch Hauptherausforderer. Dann Channel Wiley und Viper Banks auf Platz 3. El Pusico auf 4. Chugula 5 und Black Pain 6. Mighty Bahn und Fanel auf der 9. Und dann zum Schluss immer noch Linz Dorado. Ja. Eli Samuels, Hauptherausforderer, dann Tracy Horse, Thunderbolt, Jesse Jumper. Und ganz unten ist dann Trent Metallic. Wir gehen weiter zu ECW. So, Rey Mysterio gegen David M. Rollins. Und es gewinnt Rey Mysterio und es könnte sich hier eine Rivalität entwickeln. Reigns auf Platz 10 des World Championship Rankings und David Rollins auf der 7. Dann Keaton gegen Sin Cara.
Esquivel Sincera, ja, Culture of Wrestling, Women's Wrestling, danke für den Follow. Der Goldjunge gegen Flying Peace und Noam Dar. Ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an. Ja, ist am einfachsten. An anderen Matches ist nicht so gut. Ich spuck schnell eins raus. And so it begins. Despite triple threats being every man for himself, history is this could be it. Ich hab die Anzeigen aus. Wie du siehst. Du siehst ja das Design, denn ich hab halt nur die Benachrichtigung halt ein. Das macht ja nichts. His shoulders are down. Digging deep for a kick out. It's gonna take more than that. Oh, what impact. Look at this. Boom, nice. He's starting to feel it here. Und der Goldjunge legt schön los. Quick pin attempt by Noam Dar. Plenty of fight left. Nah, not yet. Too early. You gotta believe this one's over. Oh, right to the skull. Look at this. Northern Lights. Oh boy, he is rolling. He's looking at it. Some more mind games. I knew it was only a matter of time. Und der Flying Peace verteilt erstmal schön Rundschläge. Geht das ums Ringseil und will auf den Duden draufspringen. Und er trifft. Und er ist mit Versuch. Aber er kommt wieder raus. Und der Goldjunge setzt ihn mit der Low Fly Piece und er bricht. Und der Konter vom Fly Piece. Und der Neckbreak hier an den Goldjungen. If you're this superstar, you gotta be happy about where you're listed in the recent power rankings. Can he score the pin? Und der nächste Mitversuch, aber der Goldjunge kommt direkt raus. Und der Flying Peace mit einem Dropkick. Und Noam Dar ist es. Keeping Noam Dar in this match. There's a very real chance he might not be able to recover from this here in this triple threat match. Boy, an incredible drop. That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. Will Noam Dar be able to continue? Oh boy, he is rolling. Beautiful technique. He's struggling a bit here. We're all gonna find out what he's made of here in this triple threat match. Oh, nice. Shut it down.
Und der Rolljunge setzt die Pille an. Wollte gerade sagen, dann wird doch nichts. Der eine rollt sich raus, dann ist er weit entfernt. So Leute, falls ihr euch übrigens fragt, was hat denn der Goldjunge da für ein Logo drauf? Das ist das Logo der GDW, der German Discord Wrestling Liga. Das ist eine kleine Liga, die von mir, dem Daniel El Rolinho und dem Nishi geleitet wird, noch ein paar anderen Leuten. Wir haben uns GDW genannt, wir haben Bock zu zocken WWE 2K19 und das in einer selbstgegründeten Liga von uns. Wenn ihr Interesse habt, schaut doch einfach auf, schreibt das einfach in die Kommentare und ich schicke euch die Link zum Discord, damit ihr da mitmachen könnt. Da erfährt ihr alles weitere bezüglich den Regeln. Und der Flying Priester wieder am durchdrehen. Du musst durchdrehen. Beautiful technique. But he's got to capitalize now. This situation just got real bad for Noam Dar. Cool. Not so fast. He wants no part of the outside. When this guy's on, look out. Und ein schöner Dropkick vom Goldjungen. Setzt ihn zu Binnen. Nein, den Reversal von Noam Dar. Fireman's carry. This doesn't look good, Corey. Couldn't agree more, Cole. This has got trouble written all over it. Oh, right to the body. That hurt. Oh boy, he is rolling. Nope, reverses it. When you look at this, simply amazing. It looks like they both did their homework heading into this one. He looks for it once again. Oh, what a brain buster! Oh, nasty. Just when you thought he had nothing left. The pitfalls of gravity, Michael. This might be it! Oh my! Und der Pitfall von Fly Peace. Und er gewinnt. Here is your winner, Thunder Pierce. He looked very impressive in that win here tonight. That's a big win right there. Next match. So nächstes Match, TJP gegen den Lewis Barrett. Und es gewinnt Lewis Barrett. Danach der White Tiger gegen Fleming Vermullen. Und der Fleming gewinnt und es könnte anderes sich hier eine Rivalität entwickeln zwischen dem White Tiger, der auf Platz 3 des World Championship Rankings ist, und dem Fleming, der auf Platz 4 ist. Jetzt der Queen Hero gegen den Jordan Daniels. Und es gewinnt Jordan Daniels. Auch hier könnte sich eine Rivalität entwickeln. Der Queen Hero ist auf 13 und Jordan Daniels auf 5. Und wir haben zu guter Letzt eine Promo. Der El Marco Jr. möchte wir zur Rede stellen. Und wir schauen uns einfach mal an, wen er da so zur Rede stellen möchte. He loves that mic. You know this guy came prepared. I'm sure the WWE Universe is dying to know what's going on. Dies ist die Promo-Zeile, diese lässt sich, wenn du deine Promo durchziehst. Ja, ja, interessiert mich nicht. Ich bin hier draußen, weil wir einen an der Krise stecken. Ehrlich gesagt ist das eine persönliche Krise, weil ich scheinbar urplötzlich seine Zielstelle geworden bin.
Und was für Mann wäre ich denn, wenn ich nicht wenigstens suchen würde, das Feuer zu erwidern? In der WWE muss man bereit sein, alles zu opfern und ein Gewinner zu werden. Das ist eigentlich ein Privatleben, den eigenen Körper, alles was er ausmacht. Nur so kann man sein volles Potenzial ausschöpfen. Dieser eine Kerl da meint, er könnte es einfach so durchmurren und wird Asyl kriegen, ohne das dafür zu opfern zu müssen. Und deshalb ist er auch ein Loser. Ich weiß schon, wen er rausruft. Ich höre den ganzen Mist, dieses Scherzbonus schon seit Wochen an. Immer wenn ich sein Gesicht sehe, sehe ich rot. Tja, wenn er nicht damit aufhört, dann werde ich auch ich bald rot sehen. Wenn du sonst nicht runterläufst, hörst du mich, der Future Road. Schaff deinen traurigen Arsch hier raus. Mal schauen, ob der Future Road rauskommt. Er kommt tatsächlich zum Slot-Anzeiger. Da ist er, der Future Road. Und scheint nicht gerade begeistert zu sein darüber. Hast du mir alles erwartet? Natürlich steht es ein Ton, warum ich hier draußen bin. Ich bin sicher, ihr wollt ein Trinken, wie ich zu sagen habe. Also muss jeder einzelne von euch in dieser Arena mal ruhig sein und gut zuhören. Warum überrascht mich das nicht? Oh, stimmt ja, so was sieht ja andauernd. Du konntest ja noch nie die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, ohne wie man das damit in die Show zu stehlen. Und schauen, wer diese Promo gewinnt. Weißt du, ich bin enttäuscht. Ich dachte, du wärst Lüger. Aber es sieht aus, als ob du nur noch so ein Blödmann bist, der versucht, sich einen Namen zu machen. Da bist du nicht der Erste und du wirst sicher auch nicht der Letzte sein. Unser Gespräch könnte heute die ganze Nacht so hin und her reden, aber im Wald findet es jetzt schon ein bisschen langweilig. Nicht das WWE-Universum, ihr seid die besten Leute, aber du, falls du nichts Interessantes zu sagen hast, ist es vielleicht besser, wenn du dich verziehst. Ich bin es leider nur wie Sascha zu sehen, also tue ich dir den ganzen WWE-Universum gefallen und gestalte sie mal etwas neu. Wann immer du auch willst, ich stehe für einen Kraft zur Verfügung. Ich bin jeden Tag im Kraftraum und bereite mich auf Momente wie diesen vor. Ich habe eine etwas Unerwartete zu erwarten und das hier ist nichts anderes. Das ist kein Trostding für mich. Wir können jetzt gleich helfen beim nächsten Pay-Per-View, morgens in aller Frühe oder spät in der Nacht. Ich werde bereit dafür sein. Meine Mutter sagt immer, wenn man nichts anderes sagen kann, sagt man immer gar nichts. Aber meine Mutter benutzt gerade mal die Heißung geschafft. Also weißt du schon. Also was weißt du schon? Weiß die schon. Du bist scheiße und keiner mag dich.
Ich mag deine Art. Und weißt du was? Tu ich, was du willst. Nur nicht heute. Nicht zu deinen Bedingungen. Nicht zu Bedingungen des Universums. Zu meinen Bedingungen. Also halt schön die Augen offen, weil ich dich nämlich beobachten werde. Du darfst dich selber glücklich schätzen. Und dann deshalb, weil ich einfach so gehen lasse. Aber täusch bloß nicht. In dem Moment, in dem ich beschließe, dass ich dich nicht mehr interessant finde, wird sich das alles ändern. Und es scheint der Future Rose hat die Promo gewonnen. Richtig. War ja mal ganz interessant. Genau, der Future Road hat die Promo gewonnen mit einer Gesamtwertung von 900 gegenüber dem El Marco Junior mit 530. Ist hier aufs 80-40. Da war es beide gleich. In der dritten Runde hat der El Marco Junior 130 geschafft, 180. In der vierten hat er 180 erreicht. Da war der Future Road schon bei 220 und zuletzt 280. Ja, das war doch ganz interessant, die beiden mit ihrer Rivalität und diese Promo. Dann schauen wir mal in die News rein. Juni, zweite Woche. El Marco Junior rief den Fujiro zum Ring. Offenbar einmal noch nicht zufrieden damit, wie die Dinge zuvor geendet hatten. Die beiden früheren Feinde warfen sich eine Menge Trash-Talk an den Kopf und fachten damit zum Rennen der weiteren Serie von Matches zwischen ihnen die alte Feindseligkeit wieder an. Wir schauen zu den Rivalitäten und wir haben eine Rivalität, die erste richtige Rivalität hier. Intensität stark. Sie ist auch 3 Wochen lang am Start, diese Rivalität. Dann haben wir immer noch die möglichen Rivalitäten mit John Reyes und dem Green Hero, dem Muay Thai und dem Flaming Vermüllmann, Rey Mysterio und David Ambrose. Ja, wir gucken ins Ranking rein. Das lassen wir arbeiten. Der Open Man Travis ist Hauptherausforderer immer noch. Dann kommt Bruce Barrett, White Tiger, Flammy Vermüllen, Errol Lindy und Jack White. Und dann zu unten haben wir Johnny Gargano. Das sind die Herausforderer auf den ECW World Championship. Dann die Herausforderer auf den ECW National Cruiserweight Championship. Der Flying Pizza, der Hauptherausforderer, Donald Marco Jr., der Future Road, Larry Sanchez und Ace Ultimate. Und ganz unten ist immer noch der gute Tyler Bate. So, das war's für die CW. Wir gehen weiter zu Clash of Champions. So, Johnny Simpson Set gegen Ace Ultimate, gegen El Pusico. Und es gewinnt El Pusico. Mustafa Ali gegen Inspirato. Und hier gewinnt Mustafa Ali. Kenichi gegen den Rob Hogan. Kein Rob Hogan, heute zumindest den Leben schon punkten. Tatsächlich, er gewinnt gegen den Kenichi. Peter gegen Akira Tozawa. Und es gewinnt Akira Tozawa. Der Mike Sivori gegen den John Reyes. Und es gewinnt noch einmal der Mike Sivori. Rey Mysterio gegen Roderick Strong. Es gewinnt Rey Mysterio. Und der letzte Kampf für heute im Main Event von Clash of Champions. Der Goldjunge gegen den Future Road. Und es gewinnt tatsächlich der Goldjunge. So, wir gucken dann nochmal ins Power Ranking rein. In die Powerwertung von 205 Live. Kyle O'Reilly, Roderick Strong, True Goulash und Tillichi auf den letzten Plätzen. Und wir reden heute runter. Oh, ich bin schon abgestürzt auf die 16. Rob Hogan auf der 18. Und ganz unten findet sich Kalisto wieder. Ja, genau, True Goulash. So, Adam Cole immer noch auf der 1. Johnny Gargano, der Goldjunge, Bobby Fischer, Marco Jr. von Flying Peace.
Dann geht es weiter runter. Elrond auf der 19, Ray auf der 21, Fleming Vermullen auf der 23, Lewis Brand 26, 27, Owen Travis und David M. Rollins immer noch auf der 29, auf dem letzten Platz. Ja, Leute, ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen Abend, 18 Uhr wieder, mit einer weiteren Folge WWE 2K19 0:15 Universe. Ja, auch an die Leute Twitch. Ich beende das Ganze jetzt. Zwei Folgen im Stück aufnehmen sind genug für heute. Erstmal mit dem Material für zwei Tage. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wünsche euch einen schönen Abend. Und bis mal wieder.